Ja, mein Name ist Volker Lattesek und ich erfinde Denkspiele. Auf die Idee komme ich tatsächlich durch Beobachtungen alltäglicher Dinge und dann entwickelt sich daraus eben ein Problem, ein Denkproblem. Und dieses Denkproblem löse ich sehr unterschiedlich. Manchmal in wenigen Minuten ist die Idee geboren und die Lösung gefunden. Manches entwickelt sich über Jahre, wie zum Beispiel Casino. Ja, das ist ein typisches Packproblem. Da gilt es, Teile in eine vorgefertigte Box zu geben. Das ist zunächst mal nichts Ungewöhnliches, gibt es vielfältig. Aber hier ist das Besondere, die Teile sind alle gleich, runde Scheiben und die Kiste ist ein Würfel. Nun so kleine Streben, die unscheinbar sind. Und wenn man dann beginnt, die Teile dort hineinzubringen, dann wird irgendwie schnell klar, dass die Box irgendwie zwar groß genug ist, aber eins bleibt immer übrig. Aufgabe ist also, genau alle 6 Teile hineinzubringen. Und das hat tatsächlich die Puzzle-Gemeinde weltweit so beeindruckt, dass es dafür den Preis Puzzle des Jahres in Kalifornien gab. Und gerade in den letzten Tagen wurde es ausgezeichnet als die größte Puzzle-Herausforderung in Europa im Jahr 2018. Ein Spieler selber, jemand, der sich beschäftigt, muss natürlich Geduld haben, also ein Grundinteresse und eine gewisse Lösungskompetenz von Problemen. Das heißt, es ist nicht mathematisch, das ist mehr räumliches Vorstellungsvermögen, ein Bezug nehmen zu Abläufen, also zu Bewegungen, ein Gefühl für die Form. Wir reden also nicht darum, man muss studiert haben, um Denkspiele zu lösen. Man muss vielleicht studiert haben, um Denkspiele zu erfinden. Das ist zumindest mein Physikstudium, denke ich, da ganz hilfreich. Das wichtigste Lob zu Casino war eigentlich das Lob einer Kollegin, die gesagt hat, ihr Sohn 16 hat 2 Stunden lang sein Handy nicht angefasst. Dann hat er die Lösung gehabt. Und mehr geht nicht, denke ich heute.